Ich hoffe, die Auflösung ist nicht so schlecht, wie ich sie hier sehe. Aber da steht, Marshall Zwickli sagt, Polen will den Krieg mit Deutschland und Deutschland wird ihn nicht verhindern können, selbst wenn es das wollte. Das ist ein Originalzitat. Diese authentische Karte, wie auch die folgende, entnommen aus dem Buch Selbstzeugnisse polnischen Eroberungswillen von Werner Fuchs, kann und soll nicht ohne einige Zitate stehen bleiben. Bereits im April 1939 wurde in ganz Polen ein offener Aufruf der Regierung in Warschau verbreitet, der ein Zitat Generalprogramm für die Entdeutschung enthielt. Zitat Ende. Aber, Zitat, schon im Frühjahr 1933 hatte der Woiwode von Ostoberschlesien, Kaczynski, mit einer programmatischen Rede im polnischen Innenministerium die Parole, Zitat, Deutsche ausrotten, verkündet. Zitat Ende. Und der polnische Kriegsminister, General Kasprycki, erklärte während der gemeinsamen polnischen-französischen Generalstabsgespräche in Paris im Mai 1939, man bedenke, da gab es schon Generalstabsbesprechungen, Zitat, wir gedenken, einen Bewegungskrieg zu führen und gleich zu Beginn der Operation in Deutschland einzufallen. Zitat Ende. Aber im selben Tonfall geht es munter weiter. Der polnische Oberbefehlshaber Marshal Rzmykli verkündete im Juni 1939 während einer Ansprache vor polnischen Offizieren, Zitat, Polen will den Krieg mit Deutschland und Deutschland wird ihn nicht verhindern können, selbst wenn es das wollte. Zitat Ende. Weiter geht es. Am 20. August 1939 heizte die Warschauer Zeitung Depesza die aggressive Stimmung gegen Deutschland in Polen mit den folgenden Zeilen noch weiter an. Zitat: Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr? Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen werden, wie dies seit Entstehung der Welt noch nicht gesehen worden ist. Zitat Ende. Professor Hans Koch schrieb in einer wissenschaftlichen Untersuchung nach dem Krieg über die deutschfeindliche Gesinnung in Polen, Kurt Lück, einer der besten Kenner des deutsch-slawischen Verhältnisses, hat ein Lexikon zusammengestellt, in dem auf über 50 Seiten nur Schimpf- und Schmutzlieder der Polen gegen die Deutschen verzeichnet sind. Eine Unsumme geradezu pathologisch anmutender, überheblicher Lieder, in denen die Deutschen gewöhnlich mit Hunden verglichen werden. Auf deutscher Seite sind Lieder von ähnlicher abgrundtiefer Abneigung nicht vorhanden. Bekanntlich haben wir vielmehr eine ganze Reihe von deutschen Liedern, in denen den Polen Sympathie ausgedrückt wird. Ebenso gibt es keinen bekannten deutschen Roman oder kein Gedicht vom Marsch auf Moskau, kein deutsches Buch, das vom Marsch auf Warschau sprach. Wohl aber gibt es ein polnisches zweibändiges Werk, 1927 in Thorn erschienen, das vom Marsch auf Berlin handelt. Bevor ich gleich noch einige sehr wichtige Zitate vorlese, möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Zitat Generalprogramm für die Entdeutschung auch wirklich durchgeführt wurde. Polnische Militärkommandos führten im Frühsommer und Sommer 1939 die ethnische Säuberung großer Teile Polens durch. Allein in den Monaten März bis August des Jahres 39 mussten mindestens 76.000 Volksdeutsche aus Polen fliehen. Weitere 50.000 Deutsche befanden sich zu dieser Zeit schon in polnischen Internierungslagern. Und zwischen 5.000 und 20.000 Volksdeutsche, je nach Quelle, verloren allein während dieser ethnischen Säuberungen im Frühsommer und Sommer 1939 in Polen ihr Leben. Dies gilt es zu bedenken, wenn wir von einem unprovozierten Angriff Hitlers auf Polen sprechen. Dieser Angriff war nicht unprovoziert. Hier gilt es, den kausalen Nexus zu bedenken, den der ehrenwerte und renommierte Professor Ernst Nolte anmahnte.
Ihren Mut nahmen die Polen natürlich aus der Blankovollmacht, den ihnen die Engländer gegeben hatten im April 39. Aber wie fatal der sich auswirkte, das möchte ich in folgendem Beispiel belegen. Marshal Rizzmigli hat nämlich sogar bereits ein Porträt von sich in Auftrag gegeben, das ihn bei einer Siegesparade unter dem Brandenburger Tor zeigen sollte. Hier eine Karikatur davon. Die polnischen Staatsmänner beleidigten und provozierten aber auch Hitler persönlich. Oberst Beck zum Beispiel nannte Hitler in einer seiner Kriegsrede, Zitat, einen feigen Österreicher, der es trotz der direkten Herausforderung durch die polnische Regierung nicht wagen werde, Polen anzugreifen. Zitat. Das ist entnommen aus den Foreign Relations of USA, Page 113 bis 119. Aber weiter. Der britische Botschafter Neville Henderson empfahl den Polen daraufhin, sie sollten, Zitat, etwas weniger über ihre Tapferkeit sprechen und etwas mehr über die Realitäten ihrer geografischen Lage nachdenken. Es half alles nicht. Noch einmal versuchte die französische Regierung, die nicht bereit war, für Danzig Krieg zu führen, im Juni 39 mäßigend auf Polen einzuwirken. In einem Gespräch zwischen Pierre Laval und dem polnischen Botschafter Lukasiewicz beschwor der französische Premierminister den polnischen Botschafter, seine Regierung zu einer etwas vorsichtigeren Vorgehensweise im deutsch-polnischen Konflikt zu überreden. Doch Lukasiewicz antwortet daraufhin verächtlich, Zitat, wir werden Sie, also die Deutschen, zwingen, Krieg zu führen. Zitat. Für viele ausländische Beobachter machte diese polnische Kriegshysterie einen wirklich sonderbaren Eindruck. Ich zitiere hier den flämischen Schriftsteller Wart Hermanns, der schrieb am 3. August 1939 über die Stimmung in Polen. Zitat: Die Polen haben das letzte Gefühl für Maß und Größe verloren. Jeder Ausländer, der in Polen die neuen Landkarten betrachtet, wir haben sie oben gesehen, worauf ein großer Teil Deutschlands bis in die Nähe von Berlin, weiter auch Böhmen und Mähren, die Slowakei und ein riesiger Teil Russlands in der überaus reichen Fantasie der Polen schon annektiert sind, muss denken, dass Polen eine riesige Irrenanstalt geworden ist. Zitat Ende. Und das ist bereits vor dem 1.9.1939 zu militärischen Aktionen polnischerseits kam, gibt sogar die größte polnische Zeitung Illustrowani Kurier am 7. August selbst zu. Sie schreibt, Zitat, polnische Einheiten überschritten fortgesetzt die deutsche Grenze, um drüben militärische Anlagen zu zerstören, deutsches Wehrmachtsmaterial zu beschlagnahmen und nach Polen zu schaffen. Diese Unternehmungen sind von einem starken Geist des Wetteiferns getragen. Also voller Stolz berichten die Polen hier selbst davon, dass es da bereits militärische Vorgehensweisen gab. Und auch Marshal Rizzmigli, am 6. August hatte er eine Rede gehalten in Krakau, hieraus ein kurzer Auszug. Die Geschütze, die Polens Ehre schützen, sind auf Danzig gerichtet. Es sollen sich alle klar darüber sein, dass diese Geschütze schießen, wenn die Behörden der freien Stadt Danzig entgegen den offensichtlichen Interessen der Danziger Bevölkerung, haha, es waren alles Deutsche, Polen vor irgendwelche vollendete Tatsachen stellen wollte. Das muss man sich mal vorstellen. Die Bevölkerung Danzigs war zu 96,5% deutsch. Und dennoch wagt sich Marshal Rizzmigli, solche Reden zu halten. Und Willy Brandt fällt auf die Knie. Das ist eine nationale Schande. Diese Zitate sind alle echt, können alle nachgeprüft werden in meinem Buch. Ich habe jede Quelle dazu. Es sind 1500 Seiten mit 2300 Quellennachweisen.
Also wer das widerlegen will, viel Spaß. Aber im Grunde genommen wurden die Polen ja nur instrumentalisiert. Sie waren so dumm, sich von England instrumentalisieren zu lassen. Für einen Weltkrieg. Und haben geglaubt, dass ihnen die Engländer und Franzosen helfen. Ha, ha, ha. The phony war. Man hat's gesehen.